warum kann der Hochzeitsservice uns denn nicht jeden Morgen Frühstück machen? Du, jeden Morgen Krümel und Kaffeeflecken im Bett? Ja, ich Danke. Will. Frau Petersen, daraus wird nichts. Ja, Sie haben nicht jeden Morgen das Privileg, auszuschlafen und nicht zur Arbeit zu müssen. Ach, na, wenn das so ist, Herr Petersen, dann müssen wir dieses Privileg natürlich noch richtig nutzen heute. Da bin ich sehr dafür. Erwartest du Besuch? Nein, aber es nervt. Hallo, Elsa. Victoria? Ich dachte, du bist... Ich bin seit gestern auf Bewährung draußen. Darf ich dich ganz kurz sprechen? Bitte. Es dauert nicht lange. Wir haben nichts mehr zu sprechen. Elsa. Was denkst du denn, warum ich all deine Briefe zurückgeschickt habe? Du hast meinen Bruder fast umgebracht. Elsa, bitte. Nur eine Minute. Victoria, du bist jetzt frei. Das ist schön für dich. Aber lass uns in Ruhe. Ich kann dich verstehen, Elsa. Aber ich muss dir wirklich was ganz Wichtiges sagen. Ich will's nicht hören. Ich wollte nicht auf Haken schießen. Das musst du mir glauben. Weißt du, wer mich so weit gebracht hat? Annabelle. Ich liebe Hagen. Ich wollte niemals, dass ihm etwas passiert, Elsa. Das musst du mir wirklich glauben. Bitte hör mich doch an. Elsa! Na, da bist du ja wieder. Hat ja ewig gedauert. Wer war denn da? Was ist los? Das war Victoria. Ben, komm, lass doch gut sein. Lass sie klingeln, es ist doch egal. Ich bin gleich wieder da. Elsa, bitte, nur eine Minute. Was willst du, Victoria? Ben, ich muss mit Elsa sprechen, bitte. Elsa möchte aber nicht mit dir sprechen, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Geh bitte und komm nie wieder. Warum weint der Drachen denn? Weil der Angst hat. Angst? Wovor hat er denn Angst? Wieder abzustürzen. Aber das wird nicht passieren, denn diesmal passen wir ganz besonders gut auf. Und guck mal hier, ich habe die tollste Schnur der Welt gefunden. Damit kann der Drachen bis zu den Wolken fliegen. Hey, der sieht ja schon super aus, da brauchen wir gar nicht mehr viel zu machen, ne? Na dann lasse ich euch mal allein. Ich muss noch ein paar Sachen fürs Internat packen. Irgendwas ist mit Paula. Ob sie doch etwas mitbekommen hat von Max' Zustand? Nein, das kann gar nicht sein. Wahrscheinlich ist sie einfach nur traurig, weil sie zurück ins Internat muss. Gut gemacht, meine Große. Ja, aber ich will Mama eigentlich nicht anschwindeln. Du hast sie nicht angeschwindelt. Du hast ihr nur nicht alles erzählt, damit sie sich keine unnötigen Sorgen macht. Hm? Denkst du an Victoria? Ich verstehe das nicht. Sie war doch zu 11 Jahren verurteilt. Ja, sie ist auf Bewährung draußen. Mann, ich versuche die ganze Zeit, das alles zu vergessen. Warum kommt sie denn her? Ich weiß es nicht. Aber wenn Victoria auftaucht, dann bedeutet das Ärger. Vielleicht hätte ich ihr doch zuhören sollen. Sie sagt das Gleiche wie vor einem Jahr. Und zwar, dass sie nicht auf Hagen schießen wollte, sondern auf Annabelle. Aber Hagen hat das vor Gericht dementiert. Er ist sich sicher, dass sie auf ihn schießen wollte. Ich weiß. Komm, wir lassen uns den ersten Tag von ihr nicht verderben. Hm? Nicht den ersten Tag unserer Ehe. Du hast recht. Ach, es ist besser, wenn ich überhaupt nicht an sie denke. Ach Gott, was für ein Timing. Hallo, Hagen. Hallo, Kleine. Herzlichen Glückwunsch. Danke, warte mal ganz kurz. Mach mal laut. Ben, habe ich euch wenigstens geweckt? Wie kommst du denn darauf, dass wir überhaupt geschlafen haben? Ben, alles Gute.
Du wirst es besser machen als ich. Die Ehe meine ich. Schon klar. Wie ist denn das Wetter in Australien? Heute haben wir nur knapp über 30 Grad, aber bis ihr kommt, ist es bestimmt wieder richtig warm. Sonst alles in Ordnung? Wie war eure Feier? Oh, du, die war großartig. Also am besten, wir mailen dir einfach ein paar Fotos. Ich meine, du wirst bestimmt ganz neidisch sein. Du warst ja nicht da. Bin ich jetzt schon. Ist meine kleine Überraschung eigentlich angekommen? Die Palme? Ja, unversehrt und pünktlich. Sag mal, du bist ja völlig verrückt, dass du uns auf die Hochzeitsreise einlädst. Das ist mehr ein Geschenk für mich. Anders kriege ich euch ja nicht zu sehen. Danke, Hagen. Von mir auch. Vielen Dank. Gibt's denn sonst irgendwas Neues im alten Falkental? Nein, es ist alles wie immer. Ja, das ist doch klasse. Dann verpasst ihr ja nichts, wenn ihr wegfahrt. Also, dann lasst mich bitte nicht zu lange warten. Macht's gut, ihr zwei. Tschüss, Hagen. Ciao. Vielleicht hätte ich ihm doch sagen sollen, dass Victoria aus dem Gefängnis ist. Lieber mit Paula Drachen steigen lassen? Schon in Ordnung. Sie wollte es sowieso gerade alleine probieren. Paula ist so groß geworden und so selbstständig. Ja, sie ist ein tolles Kind. Schade, dass sie heute schon wieder ins Internat muss. Wie geht es, Victoria? Ich war vorhin mit ihr joggen. Sie ist gut in Form. Körperlich, meine ich. Und sonst? Du hast sie erlebt im Gefängnis. Ich weiß nicht, ob sie das noch viel länger...